Hast du auch schon als IT-Experte, Softwareentwickler jahrelang mit sogenannten Recruiting-Personalabteilungen zu tun, also Personal-Recruiter, Personaldienstleister, sorry, also sogenannten Vermittlern, die dir immer wieder Aufträge als Freelancer, selbstständiger Softwareentwickler vermitteln, dann bist du hier genau richtig in diesem Video. Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, von kleinen Solopreneuren bis hin zu größeren Softwarebuden, Systemhäusern, IT-Dienstleistern und Beratern. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang, also seit über 20 Jahren im Vertrieb und Marketing von IT-Dienstleistungen und Software Angeboten tätig, auch international. Und warum kann ich überhaupt irgendwas sagen zum Thema Recruiting, Personal, Dienstleister und so weiter? Weil ich selber ja jahrelang Freelancer war und insbesondere damals in London jahrelang von einem Freelancer-Job zum nächsten gehetzt wurde, ja, über diese Recruiter, und weiß so ganz genau Bescheid, wie die ticken und warum es sich wirklich lohnt, hier Gedanken zu machen, wie man hier direkt Marketing- und Vertriebswege finden kann mit jemandem zum Beispiel wie mir als Partner, ja, wo ich dir quasi nicht nur beratend zur Seite stehe, unterstütze, sondern auch operativ. Das heißt, ich gehe direkt potenzielle Neukunden, Interessenten für dich an, ja, sei es über Direct Marketing oder Direct Vertriebsmaßnahmen und oder offline. Offline und oder online in Kombination häufig auch, und helfe dir dadurch, deine eigene Kundenbasis aufzubauen und letztendlich einen direkten Zugang zum Markt zu gewinnen. Und das ist letztendlich das, wo es hinauskommt, aus der Vergleichbarkeit hier heraus, ja, aus der Abhängigkeit heraus von diesen Recruitern. Und da gibt es ja natürlich auch bessere und schlechtere Recruiter, also Personaldienstleister. Es gibt kleinere, es gibt größere, und auch da gibt es sehr stark teilweise Unterschiede. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die irgendwie alle schlecht sind oder alle gut sind oder sowas, ja. Aber eines steht fest, dass du natürlich gedeckelt bist, ja. Und du hier, sag mal, ich würde mal sagen, zwei Fakten, also zwei Punkte, definitiv Nachteile, ja, die du mit eben Personalvermittlern eben hast, die ich hier jetzt mal an der Tafel noch mal ein bisschen konkreter eruieren möchte, weil es eben vielen gar nicht bewusst ist. Mir war es damals auch nicht bewusst. Ich bin einfach immer von einem Job zum nächsten gehetzt. Ja, manchmal eben als Consultant ging einfach ein Job manchmal nur ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate. Hatte die unterschiedlichsten Hintergründe. Ja, da gab es Übernahmen, ja, von bestimmten Firmen. Da hat man einfach dann die Leute entlassen. Und als Übergang brauchte man dann einfach Interims-Experten als Interim und so weiter und so weiter. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, muss ich dir nicht erzählen. Und hier mal zwei Punkte, wirklich zwei ganz große Nachteile. Ja. Der eine Nachteil ist, du musst dir mal vorstellen, wie ist die Beziehung zwischen dir und dem Recruiter, also dem Personaldienstleister, und dem Personaldienstleister, ja, also mal angenommen, hier in der Mitte ist der Personaldienstleister. Ja? Und du bist jetzt halt hier der Experte. Ja? Und im Job des Personaldienstleisters ist es, ja, dir Aufträge zu vermitteln. Ja? Und dann kriegt von diesen Aufträgen kriegt er, sagen wir mal, so zwischen 20 bis, ja, teilweise 50%, je nachdem. Ja? Also das ist völlig unterschiedlich, aber schon eine ganz schöne Summe. Ja? Und mal angenommen, du hast jetzt hier sagen wir mal, einen Stundensatz von 95 Euro. Meistens geht es nicht über 100 hinaus, ne? Weil sonst verdienen die zu wenig. Dann ist es häufig so, dass der hier so zwischen 120 und 100, teilweise bis zu 160, teilweise auch sogar mehr Stundensatz eben gezahlt bekommt. Ja. Das ist jetzt alles nichts Neues für dich, aber ich male es jetzt mal ganz kurz auf alles, damit eben das Ganze nochmal klar ist, worauf ich hinaus will. Und der bekommt es gezahlt von dem Kunden. Ja. Der Kunde ist jetzt, sagen wir mal, hier ein Maschinenbauunternehmen, ja.
So, der macht 500 Millionen Euro Umsatz, ja, hat irgendwie 20 Leute in der Entwicklung, Entwicklungsmitarbeiter und braucht jetzt hier Expertise. Egal mal jetzt, egal welche, zu welchem Thema, einfach nur um das Prinzip nochmal hier zu verdeutlichen. Das bedeutet, der vermittelt dir jetzt hier einen Job von einem Kunden, der, sagen wir mal, hier 20 oder bis, sagen wir mal, bis 100, die größeren Firmen bis 100 Softwareentwickler hier drin hat. Davon sind vielleicht, sagen wir mal, nur von diesem einen Kunden hier, sagen wir mal, 20% sind von extern. Das heißt, hier sind so, sagen wir mal, so 10 bis 15 von dieser ganzen, von diesem ganzen, extern. Das heißt, der Personaldienstleister, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, auch wenn es simpel ist, ist es trotzdem wichtig, dass ich das nochmal ins Bewusstsein dir gebe, ja, weil es mir damals auch nicht bewusst war. Ja, ich bin auch nicht also sonderlich dämlich, aber mir war das einfach nicht so bewusst. Das heißt, wenn der Personaldienstleister mit dir im 1-zu-1-Gespräch ist und dir Jobs vermittelt hier, ja, von dem Kunden, in dem Fall von dem Maschinenbauer, ja, dann wird der mit dir immer so reden. Also Personaldienstleister, Recruiter sind in der Regel Top-Vertriebler. Ja? Der verkauft dir letztendlich den Auftrag so, als ob das der beste Deal wäre für dich, den du jemals kriegen würdest. Ja? Zu dem Preis. Ja? Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass er verkauft dir den Job so, oder er behandelt dich so, als wärst du sein einzelnster Kunde. Na, so ein bisschen. Und du denkst dir, ja, wow, ich habe hier eine ganz besondere Beziehung, ja, zu diesem Personaldienstleister. In Wirklichkeit hat dieser Personaldienstleister eine ganz besondere Beziehung zu diesem Kunden. Warum? Weil mit dir, du bist eine Person, ja, du bist dem Dienstleister als eine Person vielleicht am Tag, sagen wir mal, 50 Euro wert. 50 mehr, das ist der Stundensatz, sagen wir mal, 250 Euro wert, ja. Also machen wir jetzt einfach mal um besser, ja, sagen wir mal, 250 Euro. Ja, der verdient mit dir pro Tag 250 Euro, sagen wir mal, ja. Mit dem Kunden, der insgesamt 10 Leute sucht, mit dem Kunden verdient er die 250 Euro, jetzt einfach nur, um die Rechnung zu simplifizieren, mal 10 bis 15. Ja, das heißt, der verdient mit dem Kunden zwischen 2.500 und 3.750 Euro. Und jetzt überlegt er mal, welchen Stellenwert am Tag, ja, und darauf will ich hinaus. Und jetzt überlegt er mal, welchen Stellenwert gegenüber dem Personaldienstleister, dem Recruiting Agency, hast du, wo du als einzelne Person einen Umsatzstempel auf dem Kopf hast von am Tag 250, also mit dir persönlich als IT-Experte wird am Tag 250 Euro verdient, mit dem Kunden als Umsatzeinheit, als Entity, ja, wird am Tag 3.000, wenn man im Durchschnitt 3.000 bis 3.500 Euro verdient, ja, also mehr als 10-mal so viel. Alles sozusagen, der Kunde hat also letztendlich, wie soll ich sagen, Vorrang dir gegenüber, ja, wenn es darum geht, den Kunden hier glücklich zu machen, in dem, welchen Deals da auch immer passieren, welche Preise, welche, egal was. Der Kunde hier hat Vorrang, weil mit dem Kunden werden am Tag 3.000 Euro verdient. Im Gegensatz zu dir als Einzelperson, du hast Nachrang. Das heißt, wenn du irgendwie nicht happy bist mit dem Stundensatz, dann sagt der Dienstleister, ja, ich habe hier, und das ist das zweite Fakt. Also Fakt 1 ist, dass der Kunde hat immer Vorrang dir gegenüber, ja, gegenüber dem Experten. Ja. Fakt 2 ist, der Dienstleister hat hier einen Pool von weiteren Experten. Und desto größer der Pool ist, desto weniger Gewicht hast du. Das heißt, wenn du sagst, naja, ich möchte jetzt hier gerne ein Stück mehr von dem Kuchen, ich möchte jetzt halt hier 120 haben,
Ja, dann sagt der Dienstleister, nee, ist nicht möglich, hole ich mir hier einen, der macht es für 95. Und da ich hier irgendwie, sagen wir mal, 100 Leute im Pool habe, ja, irgendeiner macht schon 95, der es gerade nötig hat. Ja? Das heißt, Fakt 2 ist, du kämpfst letztendlich gegen den Kunden, der einen höheren Stellenwert hat für den Dienstleister, 10, 20 Mal größer an dem Beispiel. Und Fakt 2 ist, du kämpfst gegen einen Pool von Mitbewerbern. Das heißt, der hier, der so tut, als wäre dein bester Freund, weil er dir Aufträge gewinnt, hat in Wirklichkeit hier einen Pool von weiteren 100 Mitbewerbern, von dir direkt Mitbewerbern. Und im schlechtesten Fall spielt er dich direkt und vielleicht sogar offen kommunikativ gegen diese 100 weiteren Mitbewerber, die er im Pool hier hat, aus. Also letztendlich ist es so, dass man sagen kann, in der Priorität, der genießt Priorität 1, Priorität 2 genießen die Leute im Pool, die für am wenigsten Geld am meisten arbeiten, und in Priorität 3 erst, du hast die dritte Priorität, ja, also das ist das absolute Schlusslicht, ja, Prio 1, Prio 2, und du hast hier, wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal ein bisschen mehr verdienen, 120 Euro die Stunde, genießt hier Priorität 2. Und aus diesem, ja, wie soll ich sagen, Loch, ja, kommst du aus eigener Kraft nur raus, wenn du, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dich löst von dem hier, ja, und einen Weg findest, dich hier direkt zu vermarkten und zu verkaufen. Ja? Das ist der einzigste Weg. Und durch Vertrieb und Marketing. Und da gibt es hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir einen Coach, der dich trainiert, der ein Mentor ist, und oder operative Unterstützung, sowas wie eine Agentur. Und im Idealfall beides. Und das ist genau das, was ich dir bieten kann. Ja? Thomas Klein. Und du musst einmal verstanden haben, dass mit jedem Tag, und ich weiß, viele Softwareentwickler, die haben das noch nicht mal realisiert wirklich, auch wenn es so simpel scheint, und Softwareentwickler sind ja sehr intelligente Leute, die machen sehr komplexe Sachen, sehr schwierige Sachen, kann nicht jeder. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war selber mal einer. Und dass sie letztendlich hier teilweise 100 oder mehrere 100 Euro pro Tag letztendlich hier abgeben für teilweise sehr langfristige Projekte. Ja, also es ist immer unterschiedlich, aber 50 bis 100 Euro mindestens pro Tag. Das heißt, das sind schon mal 3.000 Euro im Monat, eher 4.000, 5.000 Euro im Monat. Die der hier verdient, indem er dich ein einziges Mal vermittelt hat, ja, und das teilweise dann ein Jahr lang einfach mit dir dieses Geld verdient, 20, 30, 40.000 Euro an dir mitverdient, obwohl er eigentlich operativ gar nichts wirklich macht, sondern hier einfach nur sozusagen aus seiner Macht. Und das andere, was noch hinzukommt, ist teilweise so, wenn du mit größeren, besonders in der IT-Branche, mit größeren IT-Dienstleistern, Personaldienstleistern zusammenarbeitest, ist es ja so, dass die hier teilweise von der Firmengröße her größer sind wie der Kunde selbst. Ja? Also richtig mächtige Institutionen teilweise schon. Ja? Und sowieso mächtiger wie du als kleine Person. Von daher, löse dich dort und geh diesen Weg. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und wenn du mit mir mal einfach sprechen möchtest, okay, was wären so die nächsten Schritte ganz konkret, ja, diesen Weg hier zu gehen. Ja, wie finde ich denn diesen Kunden überhaupt? Ja, wie spreche ich den Kunden an? Wie positioniere ich mich bei diesem Kunden? Ja, wie ist meine Außendarstellung? Wie ist vielleicht mein Vertriebsskript, meine Ansprache? Wo finde ich ganz konkret diese Kunden? Ja, es gibt ja so mehr oder weniger gute Coachings, ja, wo du aber dann, sagen wir mal, 6 Monate brauchst, bis du mal mit 10 Kunden gesprochen hast oder mit 20 Kunden oder sowas, ja. Das geht viel, viel schneller, wenn du mit jemandem mit mir zusammenarbeitest. Ich habe schon eine Liste von mehreren 100 IT-Leitern, ja, da draußen, ja, die, oder Projektleitern, egal was, you name it,
ja, weil ich eben schon so lange im Geschäft bin. Das heißt, da komme ich jetzt noch gleich dazu im nächsten Video, was der ganz große Unterschied ist zwischen mir und diesen Dienstleistern. Und dass du sagst, im Gegensatz der Dienstleister, ich nehme schon mal was vorweg, der Dienstleister hat ja ein Tool, ein Pool, ja, ganz konkret. Der Dienstleister hat ein Pool, ein Tool, ja, ein Pool von Experten, die Mitbewerber sind, ja, von dir. Im Gegensatz zu mir, ich habe einen Pool von Kunden, ja, die potenzielle Interessenten sind von dir, die untereinander potenzielle Mitbewerber sind, ja, und wir den besten Deal für dich da herausholen können. Das heißt, jetzt mache ich mal ganz messy hier, wir nehmen einfach das ganze Ding hier raus, ja, und das ist auch der Vorteil bei mir im Gegensatz zu manchen großen Gruppencoachings hier, wo man dann letztendlich in diesem Coaching auch wieder mehrere hundert oder vielleicht sogar tausende von weiteren Softwareentwicklern hier drin hat, die ja wiederum deine Mitbewerber sind. Das heißt, in dem Fall gilt klein, aber fein, ja, so wie bei kleinen Marketing, Coaching und Consulting, ja. Und ja, genau. Also, ich sehe dich im nächsten Video. Und wenn du vielleicht jetzt schon so gehuckt bist, also schon so viel Interesse hast oder schon Feuer und Flamme bist, mit mir mal persönlich ins Gespräch zu kommen, hier entweder hier unten oder hier oben, je nachdem, wo du das Video siehst, auf LinkedIn, TikTok, Facebook oder YouTube, kannst du dir einen Link von mir finden und dort eben einen Termin besorgen, genau, einen Termin mit mir buchen. Ja, genau, so ist es. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so komisch nervös bin, aber es ist ja wurscht. Auf jeden Fall, was zählt ist, dass ich dich von hier direkt dahin bringe. Ja? Und zwar nicht hier unbedingt um den Umweg, sondern eben direkt. Bis dahin, dein Thomas Klein. Wir sehen uns im Termin, spätestens nach dem nächsten Video. Abonnieren den Kanal auf YouTube nicht vergessen, dass du die Videos nicht verpasst, die ich noch weiterbringe, also die nächsten, die ich alle aufnehme und so weiter. Bis dahin, tschüss.